Herzlich willkommen im Schwerereiter. Ich begrüße Sie sehr herzlich zum Debütkonzert des Gitarrenduos Santorsa Pereira im Schwerereiter in München. In ihrem ersten gemeinsamen Programm setzt sich das Gitarrenduo Santorsa Pereira mit den Themen Musik über Musik und Musik über Text auseinander. Mit Helmut Lachenmanns Salute Cordwell und Rolf Riems Werk Lamento de Tristano und Klage Trauer Sehnsucht stehen gleich drei der radikalsten Stücke der Gitarrenliteratur für zwei Gitarren auf dem Programm. Ergänzt werden diese von einer Reihe kurzer Klagelieder verschiedener Komponisten. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Freiheit nur in einem Tag der Gesellschaft wurzelt, ist sie unvollständig. Alles Bewusstsein wird von der Gesellschaft mitgeprägt. Aber was ihr davon nicht wisst, bildet ihr euch ein Irr. Wäret frei, diesen von Opposition zur Schau getragenen Illusion ist das kein Sach einer Sklave. Ihr Reich hofft das Denken vom Leben abzusondern und damit einen Teil der menschlichen Freiheit zu bewahren. Freiheit ist jedoch keine Substanz zum Aufbewahren, sondern eine im aktiven Kampf mit den konkreten Problemen des Lebens geschaffene. Es Kraft gibt keine neutrale Kunstwelt. Ihr müsst wählen zwischen Kunstsieg, Ironie, Bewusst und Unfrei und Unwahr ist. Und Kunst, die ihre Bedingungen kennt und wir und ausdrückt, verdenkt nicht auf euren den bürgerlichen Inhalt eurer Kunst zu kritisieren, denn wir stellen die einfachen vor den Punkt neu. Das Leben mit der Kunst und die Kunst mit dem Leben in Einklang zu bringen, damit eure Kunst lebendig wird. Wir verlangen, dass ihr wirklich in der neuen Welt lebt und eure Seele nicht in der Vergangenheit zurücklasst. Gib A. Ihr seid noch gespalten, solange ihr es nicht lassen könnt. Abgenutzte Kategorie der bürgerlichen Kunst mechanisch durcheinander zu mischen. Oder Kategorien anderer proletarischer Bereiche mechanisch zu übernehmen. Ihr müsst den schwierigen, schöpferischen Weg gehen. Die Gesetze und die Technik der Kunst neu gestalten, sodass sie die entstehende Welt ausdrückt und ein Teil ihrer Verwirklichung ist, dann werden wir sagen.
Thank you.
Thank you.
Thank you.